Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es, wie ihr schon seht, um ein paar Minifiguren, die auf der Straße in meinem Tatooine-Mock rumlaufen. Hier auf der Seite seht ihr einmal ein paar selbstgemockte Figuren und auf der anderen Seite seht ihr dann ein paar Figuren, die ich einfach so eins zu eins aus den Lego-Sets übernommen habe. Ich möchte hier einmal mit den Figuren beginnen, die ich selbst aus den Sets entnommen habe. Als erstes sieht man hier einmal einen ganz normalen Alien aus dem Star Wars-Universum. Dieser ist damals mit dem Snowspeeder mit Anakin Skywalker herausgekommen. Weiter geht's dann hier mit Han Solo, mit der ganz normalen Variante von ihm. Ich glaube, die ist in relativ vielen Sets enthalten. Direkt daneben steht dann einmal Dengar. Dengar ist ein Kopfgeldjäger, deswegen habe ich ihm hier auch so einen mittelgroßen Blaster auf den Rücken geschnallt. Denn dieser muss ja immer sehr gut bewaffnet sein. Als nächstes gibt's hier einmal Aura Sing. Ihr habe ich so einen langen Scharfschützenblaster gegeben. Und als nächstes gibt es dann so einen Tordorianer, glaube ich, heißen die, aus der Kantina. Daneben steht Sebulba. Diese ist ja auch auf Tatooine in Episode 1. Und als letztes gibt es noch zwei Droiden. Einmal ein Attentäter-Droiden und eine kleine R2-Einheit. Weiter geht es jetzt mit den gemockten Figuren. Ich glaube, diese Figuren sind etwas interessanter, da ich diese alle selbst entworfen habe. Ich möchte einmal mit einer etwas standardmäßigeren Figur beginnen. Diese Figur hat eine braune Bauernschürze an und tatsächlich braune, ganz klassische Beine. Der Kopf allerdings ist von Kanan Jarrus. Die nächste Figur hat den Kopf von Finn und etwas längere, schwarze Haare. Der Torso kommt aus dem Set Imperial Marauder. Sie hat einen Koffer in der Hand und dunkelblaue Beine mit einer etwas standardmäßigen Bedruckung. Die nächste Figur hat eine ähnliche Bedruckung auf den Beinen, allerdings nicht exakt dieselbe. Der Torso ist ebenfalls unterschiedlich und sie hat einen relativ standardmäßigen Kopf, der in vielen Sets enthalten ist. Diese Figur hier ist weiblich und hat etwas heller blaue Beine mit einer ebenfalls standardmäßigen Bedruckung. Sie hat dunkelbraune Haare. Auf dieser Seite hier möchte ich einmal mit der Figur hier beginnen. Sie hat die Beine von Luke Skywalker und eine orangene Weste an. Der Kopf ist exakt derselbe wie der von dieser Figur hier und ansonsten ist sie relativ standardmäßig. Die nächste Figur hat diesen Torso und die Beine von den Rebellen aus dem Rebel Battle Pack von 2015, glaube ich. Diese soll allerdings keinen spezifischen Rebellen darstellen. Die Haare sind braun und der Kopf ist vom AT-AT-Driver aus dem großen AT-AT. Die nächste Figur ist weiblich und hat braune Haare. Die Jacke ist blau und sie hat ebenfalls solche Beine, die aus dem Rebel Battle Pack von 2015 sind. Die letzte Figur hier hat einmal genau dieselben Beine wie die Figur davor. Und der Torso kommt ebenfalls aus dem Rebel Battle Pack. Allerdings habe ich hier die Arme ausgetauscht. Dies ist ein Duros, das ist dieselbe Spezies wie die von Cad Bane. Die letzte Seite ist meiner Meinung nach ebenfalls die interessanteste. Die erste Figur hier ist so ein Duros, genauso wie die Figur. Diese Figur hat allerdings noch einen Backpack und ansonsten ist sie allerdings relativ ähnlich zu der aus dem Rebel Battle Pack. Die nächste Figur ist so ein Krieger des Schattenwindordens, glaube ich, heißt der aus Star Wars Boba Fett. Diese Figur wird noch in eine spezifische Szene im Mock eingebaut. Das erfahrt ihr dann allerdings in der nächsten Mock-Folge. Diese Figur hier ist ein kleiner Junge, der einfach auf Tatooine lebt. Die Prints auf seiner Hose und seinem Torso sind eigentlich relativ detailreich und ansonsten hat er darunter noch so eine Art blaue Pulli an. Diesem habe ich ebenfalls noch ein Makro-Fernglas gegeben und ein Backpack. Die letzte Figur, die ich euch heute zeige, ist ein imperialer Sandtrooper. Dieser ist ebenfalls aus der Kantina, allerdings habe ich bei ihm das Backpack ein bisschen verändert. Ihm habe ich noch so einen Thermaldetonator gegeben und so einen ganz normalen Hebel einfach. Das war es jetzt aber auch schon mit diesem Video für heute. Ich weiß, gestern ist leider kein Video gekommen, dafür kam aber heute eins und morgen wird auch noch ein weiteres Video folgen. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich immer sehr freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt sage ich auch schon Tschüss.